Was ist das? Ein mondbeschienener Tiefe. Legenden auf. Legenden? Also, das ist hier der Hauptteil. Das ist ein Zwischenkapitel. Ich fand nochmal einen Legendenauftrag. Das ist der fünfte Insel. Okay. Die brauche ich ja noch nicht. Ich bin ja erst am Anfang von Inazuma. Also relativ. Dann kann ich ja, denke ich mal, wenn ich zum Mondschrein komme, vorausgesetzt, dass ich da hinkomme. Wobei, wir haben ja überall schon Monster und alles gejagt. Also müsste ich eigentlich hinkommen. Ja, das ist ein Watatsumi. Würde ich sagen, mache ich das, oder? Halt mir richtig zu sein. Weil, wie gesagt, Hauptquest könnte etwas zu lange dauern. Weil es meistens so 4 Stunden oder sowas braucht, wenn ich so einen Akt machen möchte. Von daher. Außerdem muss ich ja sowieso erstmal wieder reinfinden hier. Tsuyoko. Sprich mit Tsuyoko. Okay. Ja. Passt. Hallo, Gäste aus fremden Landen. Mein Name ist Tsuyoko und ich bin Schreinjungfer am Sangonomia-Schrein. Seid ihr bereit, um uns zu helfen? Helfen? Was? Wir haben uns gerade erst getroffen. Was meinst du mit helfen? Ha, entschuldigt. Das war unhöflich. Es ist nur so, dass ich zuvor einen Wunsch geäußert habe und ausgehend von der Aussage der Weissagung wird immer Hilfe unterwegs sein, wenn ich welche benötige oder in Schwierigkeiten stecke. Also, ihr besonders hilfreichen Gäste müsst bestimmt hier sein, um mir zur Hand zu gehen. Richtig. Das ist doch nur eine Ausrede, oder? Naja, wie auch immer, hören wir doch erstmal, was sie auf dem Herzen hat. Vielen Dank. Dann lasst mich euch einige Hintergrundinformationen geben. Das tiefe Wasserbecken direkt gegenüber des Sangonomia-Schreins ist der Zugang zu Enkanomia. Die Legende besagt, dass dieser Ort der Ursprung der Menschen auf Watatsumi ist. In früheren Zeiten sprach man von den Schönheiten von Watatsumi. Man sagte damals, dass die reine Haut der Menschen auf Watatsumi sie vor den 7 Makeln schützen würde. Dieses Sprichwort stammt daher, dass unsere Vorfahren in Enkanomia kein Sonnenlicht abbekommen haben. Also was den Grund betrifft, warum du Hilfe brauchst? Ach, tut mir leid, in der Vergangenheit haben wir Leute, die auf die Insel Watatsumi kamen, normalerweise geführten Touren angeboten. Also habe ich einfach... Also um Watatsumi, Omikami und unseren Vorfahren zu gedenken, bringen wir traditionelle Opfergaben dar, die wir dann nach Enkanomia hinabsinken lassen. Es wurde damals gesagt, und es ist auch so in den alten Schriften aufgezeichnet, dass sich unsere Vorfahren aus Byakoku allein auf das magere Licht des Dainichi Mikoshi verlassen haben, um die scharfen Klauen des Drachenerben des Abgrunds zu überleben. Das war vor einigen tausend Jahren so, bis Watatsumi Omikami gekommen ist, den Drachenerben des Abgrunds besiegt und uns auf trockenes Land zurückgeführt hat. Dort konnten wir dann unser neues Zuhause auf der Insel Watatsumi aufbauen. Und das Unterwasserkönigreich Byakoku wurde seitdem Enkanomia genannt, das neben unserem neuen Heimatland Sangonomia existierte, das weit über der Meeresoberfläche liegt.
Natürlich bleiben Legenden immer Legenden. Genauso sind die Legenden der Gottesunterwerfung, die die Menschen auf Narukami erzählen, für die Bakufu-Armee. Das Thema des Opfers und des Erinnerns ist auch eine der Waffen, mit denen wir uns verteidigen. Ist das etwas, was eine Schreinjungfer sagen sollte? Stimmt, dass Schreinjungfern so etwas nicht sagen sollten, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich finde, dass wir die Geschichte kritisch betrachten sollten. Verzeiht mir, ich bin schon wieder abgeschweift. Kurzum, Watatsumis Problem mit der Heiligen Erde ist schon wieder aktuell. Heilige Erde, was ist das? So wie das menschliche Herz und Wasser stets bergab fließen, so spürt der Geist der Insel Watatsumi ununterbrochen den Ruf von Enka Nomiya. Unten in der Tiefe. Aus diesem Grund bleicht der Boden langsam aus und wird zur Heiligen Erde. Wenn das so weitergeht, wird die Insel Watatsumi eines Tages zu einer Küste so blass wie das Mondlicht. Und wie können wir das lösen? Kreation zufolge müssen wir alle paar Jahrhunderte genau den richtigen Moment ausnutzen, wenn die Geistadern störungsfrei fließen, um die Barriere zu durchbrechen. Die Verbindung zwischen Enkanomiya und Sangonomiya blockiert. Wir werden nach Enkanomiya hinuntertauchen müssen und den Korallenzweig an uns nehmen, der von unseren Omikami zurückgelassen und eingesetzt wurde, um den Drachenerben der Tiefe zu unterdrücken. Dann müssen wir den Jade-Korallenzweig des Watatsumi Goryo Matsuri abhalten, was den gesunkenen Geist dazu bringt, zurückzukehren, was wiederum die Erosion der Heiligen Erde aufhält. Warte, wenn wir singen, dass den Drachenerben des Abgrunds unterdrückt dort wegnehmen, dann... Sehr gut aufgepasst. Wir haben viele Korallenzweige angefertigt, die für die Unterdrückung eingesetzt werden können. Aber wenn das so weitergeht, dann wird der Drachenerbe des Abgrunds wohl eines Tages die Barriere durchbrechen und hier auf Watatsumi an der Meeresoberfläche einfallen. Also möchten wir euch fragen, ob wir den Drachenerben ausmerzen können? Naja, Pixie kann auch so ziemlich gut kämpfen. Im Moment geht es weder um das eine noch um das andere. Du meinst, dass du später Hilfe brauchst? Später, kommt darauf an. Kommt das an? Bei der nächsten Weissage? Ich möchte euch damit belästigen, die Gushu-Felsen auf der Insel Watatsumi zu besuchen. Die Gushu-Felsen sind die fünf Knotenpunkte der Barriere, die Sanganomiya und Inkanomiya teilt. Sie wurden von den geistlichen Gründern Sangonomiyas und von unseren Omikami aufgestellt. Wenn du die Barriere beseitigst und Enkanomiya betreten willst, dann müssen wir diese fünf Siegel gebrochen werden. Klingt gefährlich. Das ist es auch. Es wäre sehr gefährlich, die fünf Siegel voreilig zu brechen. Schließlich sind viele Jahre ins Land gegangen und niemand in unserer Generation kennt die Gefahren, die in der Tiefe liegen. Es gibt sehr wenige vertrauenswürdige Aufzeichnungen und viele davon sind uralte Texte mit lückenhaften Details. Und wenig, worauf man sich beziehen könnte. Vielleicht wartet der Drachenerbe des Abgrunds auf eine Gelegenheit, in der Tiefe zuzuschlagen. Wer weiß. Vielleicht hat auch ein noch viel gefährlicheres Monster als der Drachenerbe die Gegend durchkämmt und es wartet nur auf den Moment, dass das Siegel gelöst wird. Oder vielleicht wurden die Ruinen der Vergangenheit ja auch unter Korallen und Schwämmen begraben, sodass sie auf immer verloren sind? Oder vielleicht tritt auch das allerschlimmste Szenario von allen ein. Dort unten ist nichts außer eine leere Höhle und ganz viel Meerwasser. Wie es auch sein mag, es gibt keine Möglichkeit herauszufinden, was passiert, indem wir hier herumstehen und darüber philosophieren. Obwohl es Sinn hat, was du sagst, so sind wir ja trotzdem die, die sich auf die Sache, die sich bei der Sache die Hände schmutzig machen. Da Enkanomiya seit so vielen Jahren schon nicht mehr betreten wurde, sind vielleicht noch Schätze dort, die unsere Vorfahren zurückgelassen haben. Pixel Palmon glaubt, dass es eine gute Tat wäre, den Einheimischen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Das ist Grund genug für uns. Du kannst sehr gut mit Worten umgehen, Tsuyoko. Das schmeichelt mir, aber kommen wir zum Punkt. Es gibt fünf Standorte der Gosho-Felsen. Das Auge, der Zahn, die Flosse, der Schwanz und das Herz. Das erste Siegel mit dem Namen Das Auge auf der Insel im Westen
Das erste ist das Siegel mit dem Namen Das Auge auf der Insel im Westen. Schaut, sie ist direkt dort drüben. Und sieht überhaupt nicht wie ein Auge aus. Warum gehst du da nicht einfach selbst? Was soll das denn heißen? Das Siegel selbst ist dort seit langer Zeit und das Ritual, um das Siegel zu brechen, ist den meisten unbekannt. Darüber hinaus ist für die göttliche Priesterin wegen des aktuellen Umständen momentan schwierig, Zeit zu finden, eine solch große Zeremonie abzuhalten, um die 5 Siegel rechtzeitig zu brechen. Es ist mir wirklich peinlich, unsere Arbeit so auf Fremdlinge abzuwälzen, aber ich kann mich nur auf jemanden verlassen, der sachkundig und gut informiert ist, also jemand wie dich. Selbst wenn wir jetzt Fremdverfirmer sind, dann können wir uns deine Identität als Fremdlich zunutze machen und die ganze Schuld auf mich schieben? Nein, du denkst da viel zu viel drüber nach. Das ist so ein Fall von Unwissen vor Strafe schützt. Wenn man den Sanga no Mia-Schrein als Orientierungspunkt nimmt, befindet sich der Reißzahn im Nordwesten und die Flosse liegt im Norden. Und zu guter Letzt gibt es da noch den Schwanz, der in den östlichen Untiefen liegt. In der Nähe von jedem der 4 Siegel ist ein Felsspalt, auf der Informationen bezüglich des Rituals aufgezeichnet sind. Doch sie sind schon sehr alt und die Handschrift ist schon nicht mehr lesbar. Wenn du die Geisterperlen dieser 4 Siegel in deinen Besitz bringst, kannst du das 5. Siegel brechen, das Herz. Klingt kompliziert. Ist schon in Ordnung, wenn du Angst hast, dass du nicht mehr genau Bescheid weißt, dann such am Sanga no Mia-Schrein nach mir und wir können die Schritte noch einmal gemeinsam durchgehen. Und schließlich möchte ich noch sagen, dass es sehr unhöflich war, dich einfach so mit der Sache, dich mit der Sache zu überfallen, ohne eine so wichtige Angelegenheit vor im Privaten durchgesprochen zu haben. Dafür muss ich mich vom Herzen entschuldigen. Doch diese Angelegenheit ist von höchster Wichtigkeit für Watatsumi. Der Sanga no Mia-Schrein wird dir für deine Hilfe sehr dankbar sein. Ich dachte, das andere war das gute, das neue Gebiet-Logo. Also wirklich Logo. Ja. Das sind 2 neue Gebiete. Ja, toll. Habe ich das angefangen? Dauert das lange? Kann ich das abbrechen? Nein, ich habe jetzt alles durchgelesen, aber. Kann man nicht. Du weißt Bescheid, wenn das so schwierig ist für meine alle Jubeljahre mal ein Lock-Charakter, kannst du ja noch vorbeikommen. Ich muss jetzt erstmal sowieso gucken, wie man nochmal steuert. Das muss das Auge sein. Okay. Das ist ein Rätsel, wa? Habe ich das hier schon freigeschaltet? Wahrscheinlich, sieht so freigeschaltet aus. Naja. Achso. Antike Stele. Sie sagt, dass Omikamis Gesandter 3 Augen hatte. Eines für die Seele, eins Spiegel und das letzte die Wahrheit. Aus den Tiefen steigt auf vom Süden über den Norden und ganz über den westlichen Hügel. 3 Augen strahlen erbarmungslos, um den Drachenerben abzuwehren. Oh, man hört all diese Wörter, aber nichts davon ergibt Sinn, wenn man es zusammensetzt. Sieht so aus, als wäre hier auch keine Spur. Warum versuchen wir es nicht mit dem Elementarblick? Ja, du bist klug, Palmon. Das haben wir nicht gerade gemacht. Also Süden, das müsste also irgendwo hier in der Richtung sein. Vielleicht da unten?
Du, das letzte Mal ultra lange her überhaupt Genshin gespielt. Weil ich das letzte Mal Genshin gespielt. Gut, da ich jetzt eh hier für die Rätsel ein bisschen länger brauche. Mal kurz. Meine letzte VOD von Genshin war 5. Dezember. Und davor auch Ende Oktober. Man könnte also sagen, so alle 2 Monate manchmal Geldschirm oder so. Mittwoch. Ja. Mittwoch. Ganz. Ja, Mittwoch, ganz bestimmt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du währenddessen schon ein bisschen öfter eingeloggt warst. Jetzt. Ist mir ein Auge hat hier Süden gesagt, aber hier im Süden ist gerade irgendwie nichts. Ah, jetzt zeigt es mir was an. Also, ich weiß nicht, dieser Spur habe ich gerade eben nicht noch nicht gesehen. Was mache ich jetzt hiermit? Okay. Moin Dave. Willkommen zu. Ich habe keinen Plan, was ich mit diesem Leuchteball mache. Außer, dass ich Büsche schneiden kann. Gab's irgendwas, was ich hier noch machen konnte, außer angreifen? Bin mir gerade nicht sicher. Was war das? Das war der Multiplayer. Ich meine, das sieht auch so nach Elektro aus. Warum kann ich mit Elektro nichts machen? Was da dann? Auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert war. Ah, mit Stein hat er was gemacht. Mit Geo. Sollte er das Gegenteilige benutzen. Natürlich toll, wenn ich mitten im Wasser stehe hier. Ah, da war ja was. Feuer war ganz gut gegen die Dinger, glaube ich. So, das Ding ist jetzt hoffentlich weg. Ja. So, wie war das Süden so ja mal rum irgendwie? Ich habe jetzt auch gerade keine lila Spur mehr. Gehen wir mal hier rüber, ob es von hier eine lila Spur kommt. Na da, da war eine. Gestern, die Arzthelfer war klasse bei der Impfe. Hat sie mir die Scheiße in die Schulter reingejagt. Durch die Schwellung kann ich meinen Arm nicht mehr richtig bewegen. Aber das ist normal. Weil es wird ja in die Muskeln reingehauen. Wenn es in die Muskeln reingehauen wird, dann ist natürlich auch Probleme mit den Muskeln, ne? So. Ich finde es immer toll, wie man überhaupt nicht in Genshin klarkommt, wo man dann 2 Monate mal nicht mehr dran war.
haben. Erbebe ausweichen. Ausweichen wäre zu einfach. Diesmal klappt nicht das Gegenteilige. Was habe ich denn gerade anders gemacht? Durchspringen ist auch nichts. BB19. Wo kommst du? Ich rätsel immer noch, warum das jetzt gerade nicht mehr so geht wie vorhin. Nee. Okay, jetzt ist es weg, glaube ich. Okay, komisches Rätsel. Ich soll hier scheinbar die Pre-Quest für eine der neuen Inseln. Was mir Logo erst gesagt hat, als ich mitten im Dialog war und das nicht mehr abbrechen kann. Danke Logo dafür nochmal. Weil er sagte vorher, das ist eine Charakterquest. So von seiner Information her. Und jetzt müssen wir hier fürs Auge irgendwie so 3 Punkte abarbeiten. Und sieht irgendwie so nach Elektro aus, aber irgendwie hat es beim ersten Elektro nicht gemacht, sondern mit Geo. Und hier hat es jetzt doch mit Elektro irgendwie gewirkt, scheinbar. I guess. Ja, keine Ahnung. Ja, so viel dazu zum Schießen. Hier ist einfach mit Feuer drauf. Ja, aber es bringt so viel. Guck dir das an, wie viel das bringt. Ah, jetzt hat es mir überrascht. Aber ich habe doch gerade schon beim ersten Mal drauf geschossen. Warum ist das... Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Egal, jetzt ist es fertig. Gut, dann haben wir das Auge. Genau, dann haben wir quasi schon den nächsten markiert da hinten. Was ist, wenn man es nicht sehen möchte? Das ist eine gute Frage. Durchaus. Mal ein bisschen aufpassen. Natürlich ist da hinten mitten ein Gegner. Oder schießen. Da. Einfach nicht schauen dann. Wow. Also, halten. Die Verwirrung, wenn man halt einfach nur nicht lange nicht mehr gespielt hat. Und selbst dann eher selten spielt. Ja, das sind auch Gegner.
Einen Kampf zu provozieren, ihn zu besiegen und die Sache schnell zu beenden und so all das Leid auf sich zu nehmen, das ist der Weg Watatsumis, im Zahn und Klaue gekennzeichnet. Uff, hier ist ja wirklich. Hier ist ja wirklich kaum lesbar. Okay. Das ist auch ein toller Satz. Palmer vermutet mal, dass wir irgendetwas bekämpfen und beschützen müssen, so dass wir an die Geisterperle kommen oder so ähnlich. Das klingt simpel genug. Hi. Stell mir gerade auch so vor, so im Gegensatz zu mir, der halt einfach so nicht länger nicht spielt, ne? Dieses Spiel. Wenn man bedenkt, wie lange die manchmal brauchen, um irgendeine neue Insel irgendwas rauszubringen, ne? Dass das sicher da auch so ein bisschen in der Richtung geht, wie ich das jetzt hier gerade habe. Von wegen. Man macht das wieder an, weiß gerade nicht mehr so hundertprozentig, wie man kämpft, oder kommen sie mit sonst was für Gegnern an, ne? Wo man sich so denkt, Alter, ich habe gerade das wieder angefangen. Kommt aktuell eine Insel pro Update. Jetzt kommt es natürlich drauf an, wie oft das Update kommt, Nick, ne? Wie oft kommt das Update? Weil wenn du ja irgendwie 2 Monate aufs nächste Update warten muss, dann ist das ja ähnlich, wie ich jetzt hier 2 Monate nicht gespielt habe. So, müssen wir noch. Hä? Ist die wahrscheinlich noch nicht geupdatet? Dann markieren wir es halt selber. Wenn ich den richtige Taste gedrückt hätte, natürlich. So. Nächste Insel, also einfach mal zum Boot zurück. Gibt ja auch mal ein Event pro Woche, aber was ist, wenn man diese Events mal so gar nicht machen möchte? Weil ich kenne das. Das ist im Grunde wie bei jedem Gacha-Spiel, ne? Du hast da ständig irgendwelche Events, teilweise mit Bullshit-Gegnern oder irgendwas, wo du dann da sagst, leck mich doch, ne? Ich möchte das nicht machen. Und dann, wenn du halt das Spiel nicht gern genug spielen möchtest momentan, ne? Dann denkst du dir halt auch so, okay, dann mache ich das halt einfach mal nicht, ne? Ich sehe das zum Beispiel auch bei Nier, da kann ich ja wenigstens nebenbei, weil es ja viel mit diesen Auto-Battle und so ist, kann ich einfach mal nebenbei dann kurz drauf drücken, ne? Und selbst da denke ich mir halt immer so, was für ein Bullshit manchmal, ne? Ja, da gibt es zum Beispiel diese Events, diese Dungeons, ne? Wo du ratatatatat einen nach dem anderen abarbeitest, ne? Und bei den letzten irgendwo, ne? Hast du dann so einen Bullshit-Gegner, wo der 0 HP hat. Ne? Also Balken komplett leer. Und dann macht er einfach nur Batz, 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 Wipe. Wo man sich auch so denkt, was? Spiel? Hallo? Weißt du, das ist so. Ist halt totaler Blödsinn. Dann muss man halt so richtig. Ich weiß nicht, wie die deutsche Bezeichnung ist, aber es gibt ja diese Whales, die hier überall Geld reinpacken in diese ganzen Spiele, ne? Dann musst du halt richtiger Whale sein und alles hoch geupgradet haben, damit es diese kleine Fitzel-HP-Grenze noch rechtzeitig schafft, ne? Und sowas sehe ich halt nicht ein. Ja, viel an Primo-Games sparen sie.
Nein, wie wär's mit Nein? Wie wär's, wenn. Wie wär's, wenn man das einfach mal nicht so macht? Nee, die wollen ja. Prinzipiell, die wollen ein Jahr mit diesen ganzen Events, die im Grunde genommen schnell reingeklatscht sind ins Spiel meistens. Wollen sie ja ein. An Spiel binden, damit du dich damit beschäftigst, damit sie sagen können, wir haben zig Millionen Spieler und tausende von Abenteurern hier und alles. Und ich denke mir so, ja, ich habe hier auch einen Haufen Spiele, die ich auch noch spielen will. Danke. Bis dann in 2 Monaten, wenn du was Richtiges reinpackst ins Spiel. So eine Art ist das dann eher. Denn die Bannerleute anderer Länder werden aus der Ferne kommen. Glaube, da fehlt was. Die beiden grüßen sich wie Schuppe und Flosse, wie Fleisch und Knochen, auf immer verbunden, der Herrschaft unseres großen Omikami dienend. Die zwei grüßen sich und so, vielleicht bedeutet das, dass wir diese beiden Fischstatuen, die wir vorhin gesehen haben, so platzieren müssen, dass sie die Mitte dieser großen Platte ansehen. Paimon hat jetzt plötzlich Appetit auf Fisch. Okay. Das Übliche also. Nee, können ja gerne ihre Beschäftigungstherapien an Leute, die nichts zu tun haben, geben, aber ja. Anna, ja, nur wenn ich Lust habe halt. So, die müssen nur in die Mitte gucken, ja? Gucken beide in die Mitte. Okay. Also bestimmt irgendein Catch. Okay, das sieht. Gucken wir erstmal die Fische an. Glubbert schon. Dahinter auch so eine normale Statue. Achso, das ist so ein Aktivierungsding nur. Wollte gerade sagen, das hat doch keine Seite, wo es hingucken kann. Erstmal zu lesen. Dass mir das Dänchen keinen wirklichen Multiplayer hat, kann man dieses Spiel gut Free-to-Play spielen. Wenn Starter-Shards seltener sind als 5 Stars. Ja, das Ding ist, ich sag ja nichts gegen den Free-to-Play-Faktor, ich sag nur was gegen allgemein hier diese, ich sag mal, Handy-Gacha-artigen Spiele, die einen mit Events an das Spiel binden wollen. Das sehe ich nur nicht ein, dass ich bei jedem Spiel jetzt ständig einlogge, weil irgendetwas ist. Dailies habe ich schon in WoW nie gespielt. Für mich ist Dailies das tägliche Arbeiten. Man macht immer die gleichen langweiligen Sachen und die gleichen langweiligen Sachen mache ich jeden Tag auf Arbeit. Das möchte ich nicht noch beim Spiel haben. So sehe ich das. Okay, sind die jetzt da hinten gelockt oder so, dass ich das da aktiviert habe? Ich gucke einfach mal. Okay. Das ist scheinbar gelockt gewesen. Herzlich drücken. Gucken doch alle. Warum muss man es nicht mehr drücken? Ich habe irgendeinen Dialog gerade gesehen, den ich nicht wirklich lesen konnte, weil er weg war, als ich ihn gesehen habe. Aber es scheint wohl fertig zu sein. Ja, das passiert halt bei großen. Wie gesagt, Dave, große Käufe, das beeinflusst den Markt halt, ne? Die Dailies sind auf PS4 nur spannend, weil komisches Zeug passiert. Wow. Okay.
da hinten. Genau, erstmal festhängen. Das ist schon mal gut. Ah ja. Ich kann mich scheinbar freischießen. Wieso bin ich eigentlich überhaupt auf der Sandbank hier? Gibt es hier irgendwo einen Steg oder so? Ich bräuchte den mal. Aber vielleicht würde sich ein bisschen bewegen, wenn ich kurz rausgehe. Bist ja auch die Amiskai. Wow. Aber gut. Zugegeben, wenn man Diablo 3 als spannend empfindet, also die Seasons und so, dann kann man auch die Genshin-Sachen als spannend bezeichnen. Gut, dann muss ich mal kurz auf der Karte gucken. Gibt es hier irgendwo in der Nähe noch einen Steg? Irgendwie? Please? Ja, da. Ganz weit hinten und ich habe den nicht mal freigeschaltet, weil ich glaube, ich kann da gar nicht auf die Insel drauf oder sowas, ne? Gut, dann porten wir uns mal zum Schrein zurück und holen uns das neue Boot nochmal. Kannst auch rückwärts fahren. Ja, hinter mir ist auch eine Sandbank. Das würde sehr viel bringen, nach hinten zu fahren. Ich gehe einfach nochmal zum Steg hin und hole mir ein neues Boot. Fertig. Hier, Wegwerfgesellschaft halt, ne? Einfach wegschmeißen, neues Boot kaufen. Kennt man. Ja, so, wie gesagt, ich meine, kann man machen, wenn man Spaß dran hat, aber ich persönlich habe an Dailies keinen Spaß. Besonders wenn sie sich so oft wiederholen. Und das hat mir damals im WoW wenig Spaß gemacht, das macht mir hier in Genshin ebenso wenig Spaß. Muss ich jetzt da drum rumfahren oder ist da irgendwie so ein Platz? Ne, ich muss drum rumfahren. Da sehe ich die Insel. Merkt man das Boot nicht? Nee, es hat nur die Flosse im Sand gehabt. Das war nicht stuck. Da hast du recht. Vor allem das Beste ist, dass es halt, bevor ich rausging, halt nicht stuck war, ne? Das Lustigste an der Sache und da ist auch so ein Timed-Ding. Müsste ich mir theoretisch markieren, aber lass mal. Bis ich da irgendwas alles hier mache, dauert das eh noch ewig und 3 Tage. Da habe ich schon dreimal wieder komplette Insel erforscht. Das ist so nervig manchmal, das Boot zu fahren. Naja. Wow! Echt jetzt? So ein Stück, ey. So ein Stück im Sand gewesen. Willst du mich verarschen, Spiel? Habe ich das jetzt überhaupt markiert, wo ich hin muss? Nee, ne? Doch. Ja. Ich hatte erst 73 Meter gelesen und dachte mir so, dass es nie im Leben 73 Meter spielt. Nee, nee, an für sich, ja, natürlich wollen sie einen auch hier ein bisschen dranbinden und halten und auch beeinflussen, dass man Kohle zahlt und so.
ist auch alles in Ordnung. Für Free-to-Play ist Genshin immer noch eins der besten Lösungen. Wenn das natürlich in so einem normalen Spiel, sag ich mal dazu, halt ein Spiel, was du bezahlst, also kaufst, passieren würde, oder was ja auch, es passiert ja auch öfter in letzter Zeit, ne? Da finde ich das halt nicht so in Ordnung, wenn da so Gacha-Elemente drin sind, weil man ja fürs Spiel gezahlt hat. Aber hier, für Lau ist das okay. Man kann sich halt immer aussuchen, etwas zu tun oder nicht zu tun. Ich habe das Gefühl, ich sollte nicht hier lang fahren. Ich weiß auch nicht. Wow, ich habe mich wieder festgefahren hier. Ja, nicht so richtig, aber... aber ein bisschen. Ja, jetzt bin ich inzwischen wenigstens nah genug an der Insel dran. Das geht dann noch. Ich habe ja auch schon ein bisschen geschaut gehabt, wie letzte Zeit mit diesen anderen Handy-Games, und da sieht man halt auch echt, dass Genshin eine der besseren Lösungen ist. Na, Another Eden geht ja einigermaßen, weil Another Eden halt auch ein kleines bisschen Richtung JRPG geht, ne? So vom Aufbau her. Aber sonst, was wir so teilweise angespielt haben und was ich teilweise auch offscreen mal ausprobiert habe, bevor ich das hier irgendwie anmache. Oh, wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Ich habe nur die Elektro-Pussy gesehen. Wollen die jetzt mich anstrengen hier? Was ist mit denen? Sekunde, ich lese gleich mal hin. Bin minimal beschäftigt gerade. Mit Damage Power gerade. Da war ja irgendwas. So. Heute schon mehr mit dem Boot gefahren als du den ganzen letzten Monat. Ja, ich bin den ganzen letzten Monat mindestens genauso viel gefahren wie du. Wieso kommen hier immer mehr von den Viechern? Was ist mit denen? So, wer kommt als nächstes? Hey? Niemand? Okay. Es waren hier doch diese, genau, dieser Blitzdings. Ich muss erstmal weg, bis später. Ja gut, ich weiß nicht, wie lange ich noch da bin. Gut, ich weiß schon, wie lange ich ungefähr da bin. Wenn du in den nächsten anderthalb Stunden noch da bist, wiederkommst, dann könnte ich noch da sein. So. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das hat irgendwas mit Elektrogedöns zu tun, was wir hier machen müssen. In dieser heiligen Halle wohnt ein göttlicher Segen. Schreite langsam und mit Bedacht voran und folge den Lichtern. Laufe nicht, eile niemals, verursache keinen Lärm und geh nicht über und Gezank und nähere dich nur mit Frömmigkeit in deinem Herzen. Für die Gnade unseres großen Omikami. Also das heißt, dass wir keinen Stress machen und respektvoll sein sollen? Aber wie wollen sie denn unseren Respekt messen? Okay, wir... wir
müssen wahrscheinlich hier die Dinger abarbeiten irgendwie. LBX. Und weg ist es. Bis ich rausfinde, was ich machen musste, ne? Okay. Respekt. Gut, jetzt bin ich hier auf dem Berg. Und du? Dort ist irgendwas. Gegner unter anderem. Wasser. Nee, doch. Ja, Wasser. Diesmal kommen auch nicht mehr von den Viechern. So, und was ist das jetzt? Habe ich gerade Akku als Blitzding bekommen? Da hinten schicken die mich hin. Und auch Gegner. Tja, im Grunde haben wir erstmal das richtig erklärt, was LFPs sind. Oder auch hier Josh Hayes hat das auch richtig gesagt. Das ist halt der Traum davon, mit möglichst wenig zu tun, aufs richtige Pferd zu setzen und halt Kohle ohne Ende zu verdienen. Ne? Ich meine, an für sich, ja, es funktioniert so, aber nicht mit NFTs. Es sei denn, du bist derjenige, der andere mit NFTs scammen kann. Ja. Okay, ich verstehe nicht ganz, was ich jetzt auf der letzten... Gehört das hier noch zur anderen Insel, oder bin ich hier schon wieder ganz woanders? Ne, die wollen halt alle gerne, aber sind halt ein bisschen zu blauäugig, um zu checken, dass sie gescammt werden. Ding ist halt, du kaufst nicht mal das Bild, du kaufst einfach nur eine Blockchain, die zu diesem Bild führt. Du kannst sogar das Bild ändern, wenn du Blockchain kaputt geht, hast du dein Inhalt verloren. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich würde es nicht tun. So. Respekt erweisen. Ich soll mal ein bisschen Respekt erweisen. Der Tipp für dieses Quest ist aber auch ein bisschen schwierig, finde ich. Also, sagt halt nicht so wirklich was aus, außer dass es vielleicht irgendwas mit
Schrein oder irgendwas zu tun haben könnte, ne? Oder habe ich da was falsch gelesen? Irgendwas mit Respekt. Wie soll der Respekt dabei sein? Das weiß ich nicht. Langsam folge den Lichtern. Ja, langsam. Hier sind zum Beispiel keine Lichter. Lichter könnte sowas wie das hier sein. Ah, das ist ein Licht, oder? Das Bild aus der Luft erreichen. So, hat scheinbar irgendwie gewirkt, ne? Und sonst so? Folge den Lichtern. Soll ich jetzt hier hinterher rennen? Das ist ja in die Richtung irgendwie geflitzt, ne? Aber wo? Hier konnte ich jetzt den Hinweis sehen, indem ich das da hinten gesehen habe, aber. Wow. War ich ein bisschen zu spät dran. Man soll bestimmt. Ach so, es ist nach oben geflitzt. Ah, okay. Gut, das hätte man ja erstmal sehen müssen, ne? So ist irgendwie in die Richtung, ne? Oder ist jetzt geflohen? Gut, jetzt wäre schön zu wissen, in welche Richtung das wirklich abgehauen ist, weil ich bin ein bisschen abgelenkt von komischen Gegnern. Da hinten ist es.
Hat aber scheinbar absolut nichts mit dem zu tun, was ich hier suche. Toll! Gefällt mir. Was bist du? Schön. Schön, dass das nichts damit zu tun hatte. Hätte mich auch jetzt gewundert, weil irgendwas mit langsam voranschreiten und irgendwie Respekt erweisen hat das ja jetzt nicht wirklich gewirkt. Nicht mal so im Ansatz. Nur was mit dem Licht folgen wäre es gewesen. Gibt es hier noch irgendeinen Ort? Nee. Gibt es nur an und aus hier. Genau, Respekt erweisen, erstmal Steine hauen. Ja. Folge Lichtern, gehe langsam, gehe leise und so weiter. Von wegen Respekt und so. Nun gut. Ja, bis jetzt weiß ich nicht wirklich, was ich tun soll. Weiß nicht, ob das eine Lösung ist, dass ich hier sonst wo auf einer anderen Insel rumlaufen muss für das Rätsel von hier. Kommt mir ein bisschen komisch vor. Aber ansonsten. Also bis auf diese Steine da, die relativ unbenutzbar sind, und hier die Elektrodingers, wo man rumschweben kann bis auf den Hügel hoch, ist hier auch nichts weiter, ne? Also entweder man muss von hier oben irgendwo hin oder von diesem kleinen Tor da unten irgendwo hin. Folge den Lichtern. Da ist ja nur eine Fackel, was so als Licht ist. Und ob die da hinten irgendwas damit zu tun haben, bin ich mir auch nicht so sicher. Weil tatsächlich, das sieht ja eher so nach einem später gebauten Hylurchen-Gedöns aus. Sonst könnte man noch das Ding benutzen, das fliegt hier einmal um die Insel rum nach da hinten. Na gut. Würde ich sagen, am ehesten das Ding hier unten, oder? Weil hier kriegst du halt maximal die Kiste, wenn du die besiegst. Und das sieht hier ja schon eher so
nach dem Rätselgedöns aus. Naja, kurz einsammeln. Die Relais waren ja irgendwie so ein... Okay. Müsste ich da nicht noch einen anderen bekommen oder so? Damit die sich hier irgendwie verbinden? Ist zu weit weg. Das sieht auch aus nach so einem von diesen Rallye-Dingern. Bin ich hier kurz runtergegangen und hat sich das resettet hier. Ich bin ja einmal so weit weggegangen und hat sich resettet. Interessant. Mit dem da verbindet sich das aber stattdessen nicht, ne? Verbindet sich nur mit dem da. Warum? Okay. Ja gut, jetzt habe ich eine Kiste. Toll, das hat auch nichts mit dem Haupträtsel zu tun gehabt. Schön. Hat sich ja voll gelohnt. Ich mag diese Rätsel nicht. Und sie hat auch nichts mit dem zu suchen, was ich zu suchen habe. Klasse.
Wenn es so weitergeht, suche ich mir das im, kurz im Netz zusammen. Mehr Damage vom brennenden, von der brennenden Wiese bekommen als von den Leuten, ey. Yay, noch eine Kiste. Wow. Ja, ist immer erst auf die Sachen geht, die man nicht braucht, ne? So, wir haben wieder ein tolles Rätsel, was wahrscheinlich nichts mit dem zu suchen hat, was ich zu suchen habe. Oder so. Und die Schreine sind. Oder die Dinger hier sind versiegelt. Achso. Ah, das klingt doch schon mal richtig. Genau. Tolle dein Respekt. Erstmal alles kaputt hauen. Aber das war das, was am. Das hat jetzt auch nur eine Kiste gebracht, aber das war das, was am nächsten irgendwie. Zu dem Klang, was wir machen sollen eigentlich. Irgendwie. Ja, voll der Respekt und so. Respekt vor dem Loot. Wow. Was sollte das jetzt? Ein einzelner Kilurch? Ein einzelner Helurch, der eine Elektroblume ausbauen wollte. Muss ich erstmal wieder den Umweg hier gehen, weil hier über die Insel schon wieder gelatscht bin. Auch die hier machen noch. Also die anderen hin? Da seid ihr. Beide in einer Ecke. Sehr schön. Hm.
Ich kann so viel sehen, ich liebe es. Wo ist er? Da ist er. Die Musik hatte mir gesagt, dass es noch... dass sie noch nicht tot waren. Ich konnte nicht sehen. So. Da haben wir irgendwas... Oh, das hat absolut gar nichts gebracht. Toll. Irgendwas verändert hier? Dinger leuchten nicht oder irgendwas? Nee. Gut. Wow. Aber das scheint ja sowieso nichts zu machen. Weil ich hier langsam mit Bedacht latsche. Weil wenn ich irgendwo in die Nähe komme, hast du eh mal irgendwie einen von diesen Hügeln, wo sie dann anfängt schneller zu werden oder sowas. Kannst diese Steinlaterne mit Elektro aktivieren. Das Beste ist, das hatte ich vorhin versucht. Ja, aber sie macht ja, es macht ja trotzdem nichts, wenn ich da das Elektro mache. Hier, Elektro, es macht nichts. Ist jetzt die Lösung, die Dinger hier mit Elektro zu aktivieren, oder was? Wow. Alle aufstellen, ne? Ich aktiviere nicht eine damit. Macht ja gar nichts. Null. Wenn es halt irgendwas anzeigen würde, dass es was macht. Aber es macht ja gar nichts.
Du bist ja eine super Hilfe. Ah. Oh, das war jetzt nicht die richtige. Oh, ich hab den hier vergessen. Hat mal so gar nichts mit dem, was sie gesagt haben, zu tun. Toll, dass ich jetzt hier diese Billo-Truppe habe. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr wechseln gerade, ne? Natürlich nicht. Irgendwie... Außer Akku raus. Ich glaube, ich bin aus der Akku raus. So, nochmal. Yay. Ich dachte mir halt schon, dass man irgendwas mit den Dingern eventuell machen muss, aber dass ich mit dem Ding, was man zum Fliegen benutzt, hier lang rennen soll, das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Vor allem, man sollte langsam und bedacht gehen, ne? Wenn man langsam hier lang gehen würde, würde man das eh nicht schaffen. Das war das Beste an der Sache. Oh Gott. Irgendwie ein bisschen schummrig gerade, ich weiß auch nicht. Ich dachte, wir sollen zurückgehen, aber da ist keine Quest auf der Karte. Wo die war. Die ist jetzt beim Schreien, ja? Also beim Hauptschrein da unten. Okay. Willkommen zurück, Pixel. Kann ich etwas für dich tun? Wegen der Mission. Wir haben die 4 Geisterperlen. Wirklich? Ich wusste, ich könnte mich auf dich verlassen. Vielen Dank. Da sind wir nur noch einen Schritt davon entfernt, das letzte Siegel zu brechen. Das Herz. Entschuldigt, ich muss euch beide bitten, mit mir zu kommen. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Da wir jetzt schon mal hier sind, macht es ein bisschen mehr auch nichts. Stimmt's? Von mir aus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Brechen wir auf. Öffne das Tor. Weit weg? Ja, es ist weit.
Boah. Ja, danke, Kamera. Kann man plötzlich Faxen machen? Wo ist hier? Was ist hier? Sehe ich nicht. Egal. In dem Wasserfall vielleicht? Ah ne, da unten. Da bist du. Ups. Das war klug. Hier ist es. Danke. Ah. Gehe ich lieber noch mal von vorne. So. Wie jetzt die Markierung gerade weg ist, nur weil sie gesagt hat, hier ist es. Schön, dass man, wenn man jetzt genau daneben fliegt, fast nochmal am Rand vorbeigeflogen wäre. Ja. Sowas hat. Ein seltsames phosphoreszierendes Licht, Siegel, auf dem ein Fischsymbol angraviert ist. Okay. Abliefern. Man weiß natürlich genau, wo man das Ding da hinpacken muss. Ja. Jetzt. Nee, ist nicht. Muss das Herz sein. Ja, hier ist nämlich der Ort, wo Watatsumi Omikami einst lebte. Jetzt ist hier nur noch. Genau. Oh. Ja. Super, wenn man so viel Story in einem Dialog packt, der für wenige Sekunden nur da ist. Ja gut. Okay. Ein hübscher Vogel. Dann ist das hier nämlich auch nicht mehr. Dasselbe ist vor allem versiegelt, glaube ich. Der restlichen.
Können wir scheinbar frei bewegen. Ja, soll ich mal zwischen vorgefallen. So, und da ist jetzt das Siegel gebrochen. Also, die Versiegelung fürs Rätsel. Kann ich das bewegen? Ja. Warum ist da hinten noch ein Vieh? Ja, eigentlich will ich nur die anderen heilen, mehr will ich dann nicht machen. Wobei ich kann auch einfach hier hingehen, die halt auch dann, solange das unbedingt drin ist. Man merkt ja, hier wird schon ein bisschen kaputt, also ein bisschen fertig. Ich glaube, das macht nach dem, wenn wir die Quest fertig haben. Mach ich, denke ich mal, auch schon ein bisschen früher Schluss. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so, dass so angestrengt ist für mich. Die ganze Kram nicht hier. Achso, das soll einfach nur schwieriger sein als die anderen Rätsel. Ah ja. Okay. Okay. Was ist das? Weißt du, was das ist, Yuko? Feuern zu Yuko? Oh, Entschuldigung, ich war gerade in meinem Gedanken verloren. Dank deiner Hilfe halten wir nur den Schlüssel zur mondbeschienenen Tiefe in den Händen. Der Schlüssel zur mondbefrierenden Tiefe? Was bitte? Was soll das überhaupt sein? Der Paimon hat wieder zugehört. Ha, nenn ihn einfach Schlüssel der Tiefe. Wir bestehen ja nicht darauf, dass Fremdlinge immer den richtigen Namen für alles wissen. Wir brauchen den Schlüssel, um Zugang zu Inkanumia zu öffnen. Er wurde aus dem vergossenen Blut unseres Omikami höchstpersönlich gegossen. Nur ist der Legende nach. Oh, mysteriös, mysteriös. Haha. Das ist ganz und gar nicht mysteriös, ganz im Gegenteil sogar. Naja, jetzt müssen wir nur noch den göttlichen Priesterin Bericht erstatten, auf ihre Zustimmung warten und dann noch den korrekten Fluss der Geisterenergie abwarten. Und dann können wir nach Inkanumia aufbrechen. Warte, wofür haben wir das denn alles gemacht? Naja, ist nicht so, als dass ihr auf der Reise keine Vorteile gezogen habt, oder? Ich meine, ihr habt euch fortwährend Freundschaft des Sangainomiya-Schreins gesichert. Watatsumi wird euch zu jeder Zeit wieder mit offenen Armen empfangen. Wie wäre es mit etwas konkreteren Informationen als diesen?
Die Aufzeichnungen besagen, dass die Geisterperlen auf die Beschwörung von jemandem antworten, der rein ist, und dass der Schlüssel sich nur für die zusammensetzt, deren Herz so klar wie das Wasser selbst ist. Ich glaube generell nicht unbedingt an das, was solche Texte sagen, aber ich glaube daran, dass die Situation auf Watatsumi, dass du die Situation auf Watatsumi retten kannst. Naja, wenn es dann Zeit wird, nach Enkanomiya zu gehen, dann treffen wir uns wieder, ha? Nun denn, bis bald. Ich weiß nicht, wie weit Tsukuyomi mit ihr. Ja, toll. 1000 Texte, die man alle nicht lesen kann. Ich liebe es.